Und dann? Ja, dann fingen wir an. Mit was? Na, mit dem Sex. Also, ich haute die Eier in die Pfanne. Sie haben was? Ach so, Sie haben sich was zu essen gemacht. Okay. Aber was hat das jetzt mit Ihrem Akt zu tun? Ich möchte nichts auslassen, nicht, dass Sie irgendein wichtiges Detail verpassen. Schließlich will ich, wenn wir hier raus sind, den besten Sex meines Lebens haben. Ja, genau. Sie sind doch der Therapeut. Also soll ich es Ihnen jetzt erzählen oder nicht? Lassen Sie es einfach weg. Okay, wenn Sie meinen. Also dann drang sein Penis langsam in meine Vagina ein. Was? Nein, bitte doch nicht so viel auslassen. Fangen Sie mit dem Vorspiel an. Okay. Also ich machte die zwei Spiegeleier. Warum denn jetzt wieder diese Eier? Was haben Sie kurz bevor Sie Geschlechtsverkehr hatten gemacht? Na, Spiegeleier gebraten, das versuche ich Ihnen doch die ganze Zeit zu erzählen. Und dann hatten Sie direkt Ihren Genussakt. Unseren was? Geschlechtsverkehr. Ja, schon. Ist das jetzt falsch? Beim Eierbraten habe ich halt Bock auf Sex bekommen. Wollen wir Sex haben? Klar, gerne. Willst du mich füttern oder soll ich dich? Warte, was? Warum denn du und ich? Ich hab doch mit diesem Jungen geschlafen, der an unsere Tür geklopft hat. Was hast du? Wie? Was für ein Junge? Na, ich öffnete dem Jungen die Tür. Ich hab irgendwie direkt so eine Verbindung gespürt und... Ja, und dann nahm alles seinen Lauf. Was? Du bist auch an Männer interessiert? Vielleicht. Keine Ahnung. Hat sich aber schon gut angefühlt. Ja, ist ja okay. Aber warum hast du dann davon nichts gesagt? Ich weiß auch nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht, was mit jemand anderem zu haben. Entschuldigung, ich habe jetzt mal eine Frage an Sie beide. Ihre Geschichten über diesen Abend klingen so verschieden. Sicher, dass Sie den Abend zusammen verbracht haben? Ja, wir haben an dem Abend anfangs ganz sicher was zusammen gemacht. Lena und ich haben uns zum Kochen verabredet. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe Eier gebraten. Ja, stimmt. Das hast du. Und dann warst du aber den ganzen Abend nicht mehr da. Was hast du gemacht? Lasset die Spiele beginnen. Du Dramatiker. Ich hab Lust auf Spiegeleier. Magst du auch eins? Ja, wieso nicht? Oh,
wusste gar nicht, was für schwarze Seiten du in dir hast. Du Biest. Oh, oh. Wir müssen jetzt mal testen, was wir gelernt haben. Ach, wollen Sie vielleicht mitkommen? Was? Ach so. Oh Gott. Ich weiß nicht so recht. Also ist das ja? Wir sind einer von der ganz schüchternen Sorte. Ne? Das ist süß.